In der heutigen Variante der Piriformis-Dehnung möchten wir euch zwei Möglichkeiten zeigen, wie ihr den Piriformis super an einem Tisch dehnen könnt. Dafür möchte ich dich einmal bitten, hier an der Stirnseite der Bank dein Bein nach oben zu legen. Ganz genau, super. Und Carmelas Bein ist jetzt so positioniert, dass der Winkel im Knie mehr als 90 Grad beträgt, also ein etwas spitzerer Winkel. Und das Standbein ist sanft gestreckt. Nun drehst du dich mit deinem Oberkörper auf den Oberschenkel zu, der auf der Bank liegt, und mit dem gestreckten Oberkörper gehst du nach vorne. Super! Da kann man jetzt auch hervorragend mit der Vorstellung arbeiten, man wolle seinen Bauchnabel in Richtung des Oberschenkels bewegen. Und gelingt es dir jetzt in dieser Position ein angenehmes Dehnungsgefühl auszulösen? Ja, sehr. Und ich spüre das hier in der Gegend. Da. Super, also schön hier im Oberschenkel-Gesäßbereich. Ne? Tipptopp. Und was machst du jetzt, wenn du an der Dehnungsgrenze bist, wenn du merkst, dass du eine sanfte Dehnung eingestellt hast? Ich atme 8 bis 12 Mal tief ein und aus. Super, genau. Bleib dort. Und ihr kennt das schon aus unseren Videos, wir ersparen euch, uns dabei zuzuschauen, wie Carmela 8 bis 12 Mal tief durchatmet. Das macht ihr dann bitte, wenn ihr diese Übung durchführt. Nach den 8 bis 12 tiefen Atemzügen gehst du ganz langsam aus der Dehnung wieder zurück. Nimmst dein Bein langsam von dem Tisch hinunter und lockerst die Beine wieder ein kleines bisschen aus. Für die zweite Variante begebt ihr euch in folgende Position. Ihr legt eure Hände auf den Tisch und ihr führt euer rechtes Bein vor den linken Oberschenkel. Der Unterschenkel des rechten Beines liegt vor dem linken Oberschenkel. Und nun beugt ihr euer Standbein langsam ein. Genau, super. Und dreht euch jetzt auch wieder auf das entsprechende Knie zu. Genau. Und ihr könnt noch ein bisschen weiter in die Beugung runtergehen oder könnt euch noch ein bisschen weiter vorverlagern. Und in der Position, wo ihr ein angenehmes Dehnungsgefühl empfindet, atmet ihr 8 bis 12 Mal tief durch. Ist jetzt natürlich auch eine super Kräftigungsübung für das Standbein. Merkst du auch schon ganz schön. Ja. Super. Und nach 8 bis 12 tiefen Atemzügen geht ihr langsam wieder aus der Dehnung hinaus, lockert euch und macht das Ganze dann auch zu der anderen Seite. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit.